Matteo, euer Gesundheitsreporter. Und ich treffe mich heute mit der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Hallo. Das Wetter ist so klasse. Wollen wir nicht rausgehen und das draußen machen? Wir waren ja gerade in der Behörde für Wissenschaft und Forschung. Wird da auch für Gesundheit geforscht? In der Behörde direkt wird nicht geforscht. Aber ich bin ja als Senatorin zuständig für unsere Hochschulen, für Forschungseinrichtungen und auch für das Universitätsklinikum Eppendorf. Und da forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch im Bereich Gesundheit natürlich. In Hamburg wurde ja zum Beispiel auch das Pflaster erfunden. Welche tollen medizinischen Erfindungen könnten denn nochmal aus Hamburg kommen? Ich hoffe natürlich, dass wir Durchbrüche erlangen, was zum Beispiel die Heilung von schweren Krankheiten angeht. Und da haben wir ganz tolle Einrichtungen, die jeden Tag daran arbeiten, schwere, komplizierte Krankheiten zu therapieren und auch heilen zu können. Und ich habe gelesen, dass Sie Managerin eines Fußballteams werden wollten. Das habe ich noch gar nicht so oft gesagt, aber du hast das rausgefunden. Guter Reporter. Haben Sie vielleicht Lust, Fußball zu spielen? Ja, klar. Gut. Toll, dass in Hamburg so viel für die Gesundheit geforscht wird. Und was machst du für deine Gesundheit?